My lane spot to the beat of the stereo, and nothing but the radio. Yo Leute, Black is back und heute mit einem weiteren Video. Im Hintergrund seht ihr diesmal eine Sniper Camp Strike. Ist diesmal ein Gast-Gameplay mal wieder, aber ich fand's richtig cool, das Gameplay. Mich hat halt jemand gefragt, ob ich's hochladen kann. Tu ich's mal wieder im Hintergrund. Ihr könnt auf jeden Fall da beim Spieler vorbeischauen. Und heute bin ich nicht alleine. Ich wollte mit dem Marcel über die PS4 reden. Hi Marcel. Hallo, wie geht es dir? Super. Aber eigentlich nicht so gut, weil wir waren ja eben beide draußen, beziehungsweise bei Saturn oder im Mediamarkt, wollten uns halt die PS4 holen. Und kannst du ja erstmal erzählen, was bei dir so passiert ist? Ja, auf jeden Fall bin ich extra früh sogar losgefahren, um 8:30 und der Laden macht erst um 10 auf. Und ich dachte so, ich kann noch kurz zum Supermarkt fahren, mir kurz noch was reinsnacken, ne? Einmal gucke ich so von oben, das war so eine Plattform, auf diesem Parkplatz, Alter, da standen mehr Autos, als da um 18 Uhr sonst am Freitagabend stehen, Alter, so zu Primetime normalerweise. Auf einmal so eine Schlange davor, ich dachte schon so, weißt du, ich dachte erst so, das ist so ein Mediengag, dass es die PS4 gar nicht gibt und so weiter. Und auf einmal ist man einfach da und da sind da so viele Menschen und keiner hat die PS4 bekommen, nur so 10 Leute wurden ausgewählt von so Sicherheitsleuten, die ersten, die da halt standen, wurden so reingeschleust, haben sich dann die PS4 kurz gesnackt und keine Ahnung, Mann, da war eigentlich gar nichts mehr vorhanden. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussah. Ja, also bei mir war es so, ich bin halt auch, ich hatte vorher noch Schule, dann hatte ich um 9.15 Uhr die ersten meinen Stunden vorbei, hatte ich Pause gerade so ungefähr eine halbe Stunde oder so, dann bin ich mal zu Saturn gegangen in Duisburg, in der Innenstadt, ist nicht weit von unserer Schule weg. Und dann komme ich auch da an und ohne Witz, da stehen um die 100 Leute und ich dachte mir so, ach du Scheiße. Ja. Vor allen Dingen, weil da waren nicht mal Kinder, das waren alles Erwachsene und irgendwelche, keine Ahnung, was die mit der PlayStation 4 wollten. Vielleicht wollten die sich auch nur eine Waschmaschine oder so kaufen, aber auf jeden Fall waren dann so viele Leute da und die ersten sind dann auch reingerannt. Und dann waren wir oben halt auch, wir sind da chillig hochgegangen, dachten, ja, wir kriegen eh keine und so. Ja. Haben wir die Vorbesteller einer bekommen. Und die anderen Leute sind dann vollkommen ausgerastet, haben die Angestellten da beleidigt und was weiß ich was, aber die so, ja, wir können nichts dafür und so. Ja, das war bei uns auch da. Die ganzen Leute waren halt so kopfschütteln, so, dann haben die so gefragt, ja, können wir jetzt hier die PS4 kaufen? Dann meinten die so, nee, hier können sie nur weiterhin vorbestellen halt für die nächste Ladung, die dann wahrscheinlich erst Ende Dezember oder so kommt, Alter. Auf jeden Fall richtig krass, Mann, ohne Scheiß. Das muss man sich mal reinziehen, das ist ein Produkt, was auf der ganzen Welt verkauft wird, dass es dann nicht mal am ersten Tag genug davon gibt und alle Leute wollten das, Mann. Wie viel Geld die dadurch wahrscheinlich verlieren. Ja, und die meinten dann auch zu irgendwelchen Leuten, die halt gefragt haben, wann sie ihre PS4 denn bekommen und so weiter, dass da irgendwie in einer Woche noch 1000 Stück kommen, aber ich denke mal, das wird auch niemals genug sein, so viele Leute, die haben wollen. Naja. Und bei meinem ersten Release-Tag wollen ja jetzt so viele Leute, die haben, und circa 5% von denen haben die einfach. Das ist, finde ich, ist echt so ein bisschen schlecht organisiert. Also wie das Ganze ablaufen kann, können wir kurz mal ansagen, ist auch auf meinem Kanal, es ist auch in der Beschreibung verlinkt. Also da sieht man es halt mal so als Video. Ja, es soll jetzt keine Werbung sein, nur dass man einfach mal so versteht, was da abgeht, Mann. Ja genau, Marcel hat ein Video dazu gemacht, wie er zum Mediamarkt gefahren ist. Ich habe das leider nicht gemacht. Aber hatte ich auch ehrlich gesagt keine Zeit zu, aber wenn ihr es mal sehen wollt, ist auf jeden Fall ein lustiges Video, könnt ihr euch mal angucken. Aber ich denke mal, Marcel kennt ja eh schon hier jeder, müssen wir gar nicht drüber reden. Auf jeden Fall, das waren so untere Erlebnisse. Ihr könnt unten sehr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch da wart, ob ihr eine bekommen habt oder nicht, ja, wenn ihr eine bekommen habt, wie sie ist. Und ja, war auf jeden Fall schon ein ganz schönes Spektakel, der Tag. Echt so, man, richtig, richtig übertrieben, Alter. Das Lustige ist ja, was man vielleicht noch zum Abschluss sagen kann, du warst ja am Schwitzen, weil das war bei dir ja drin und du hattest eine Jacke an und ich hatte einfach mal so eine dünne scheiß Sportjacke, darunter nur ein T-Shirt und stand 1,5 Stunden draußen im Eis, Alter. Ich wäre fast gestorben, ohne Witz. Ja, ich war richtig da am Schwitzen aber es sind so viele einfach da reingerusht, gerannt und ich glaube, die haben einfach noch viel mehr geschwitzt, da konnte ich nichts machen. Naja. Also ging nicht. Ja, das war's eigentlich auch schon. Das Gameplay müsste eigentlich gleich vorbei sein. Das waren so unsere Erlebnisse und ich lasse dir das Schlusswort. Ja, würde ich sagen, Leute, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.